Staatsfeinde. So beschimpfen die etablierten Parteien und Medien die Menschen, die Gott sei bei uns es wagen, die Regierung zu kritisieren. Die AfD, Kritiker des Corona-Lockdowns, Corona-Impfpflichtgegner oder die protestierenden Bauern zuletzt. Staatsfeind. Kennen wir den Begriff nicht aus ganz anderen Zusammenhängen? Ich zitiere hier mal die unter Linken hochrenommierte Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus in Zürich. Gleiche Ausrichtung wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, also so gar nicht in dem Verdacht, AfD nahe zu sein. Zitat: Je autoritärer ein Regime ist, desto eher braucht es die Vorstellung des Staatsfeindes. Nochmal ganz langsam, um das hinter die Ohren zu schreiben. Je autoritärer ein Regime, desto mehr sieht es überall nur noch Staatsfeinde, sagt die linke Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Was sagt das über die politische Lage in der Bundesrepublik aus? Hier jetzt einige Zitate aus der politischen Auseinandersetzung. Zitate. Zum Beispiel Verfassungsschutzpräsident Haldenwang über die Gegner des Corona-Lockdowns. Neue Szene von Staatsfeinden. Oder Karl Lauterbach hat erklärt, noch nie hatten wir so viele Staatsfeinde. Innenministerin Nancy Faeser kündigt an, harte Gangart gegen Staatsfeinde. Anne Will fragte, wie groß ist die Terrorgefahr durch Staatsfeinde? Oder die ARD titelt, keine Staatsknete für Staatsfeinde. Das ZDF fürchtet sich vor Staatsfeinden in Uniform. Und der Südwestrundfunk wirft Bauern Staatsfeindlichkeit vor. Der Deutschlandfunk begrüßt Kampfansage an Staatsfeinde im Internet. Und der Spiegel fordert keine Staatsfeinde als Richter. Und NTV erklärt, Staatsfeinde gehören verboten. Die Welt räumt dann gönnerhaft ein, Grundrechte gelten auch für Staatsfeinde. Staatsfeinde, Staatsfeinde, Staatsfeinde. Und alle meinen dasselbe, nämlich das, was wenigstens dann auch der Stern so ausspricht. Der Stern spricht von rechten Staatsfeinden. Nicht Islamisten, nicht Terroristen, nicht Linksextremisten, nicht Rechtsextremisten, sondern Rechte. Also alle, die nicht dezidiert links sind. Dazu noch einmal die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Zitat: Der Staatsfeind wird zum personifizierten Bösen erklärt. In den seltensten Fällen ist aber ein politischer Gegner wirklich ein Feind des Staates. Das Stigma des Staatsfeindes dient zu allen Zeiten in erster Linie der propagandistischen Begleitung von politischer Verfolgung. Zitat Ende. Eine Regierung, die die Opposition oder Einzelpersonen zum Staatsfeind erklärt, ist das, was sie der Opposition vorwirft. Ein Feind der Demokratie. Diese Regierung ist ein Feind der Demokratie.